Willkommen zur heutigen News for You Ausgabe. Top Film News Captain America. Der beliebte Superheld Captain America, Chris Evans, bekam in Avengers 4 Endgame einen besonders rührenden wie befriedigenden Abschluss seiner persönlichen Geschichte. Der Schild wurde an Anthony Mackies Falcon übergeben, den wir demnächst in der Disney Plus Serie The Falcon and the Winter Soldier sehen. Aber so ganz fertig ist Chris Evans mit seiner Paraderolle offenbar trotzdem noch nicht. Wie der verlässliche Reporter Justin Kroll von Deadline exklusiv berichtet, dürfte Captain America in mindestens einer Marvel-Geschichte zurückkehren, wobei die Möglichkeit für einen zweiten Film offen sei. Aber abgeschlossen ist der Deal wohl auch noch nicht und es geht auch eher nicht um Captain America 4 und 5, sondern um ein bzw. mehrere Auftritte von Cap als wichtige Nebenfigur, so wie es Iron Man in Spider-Man Homecoming war. Kurz News, Star Wars Ahsoka. Der Auftritt von Ahsoka Tano in The Mandalorian gehörte zu den vielen Highlights der zweiten Staffel der Serie. Wenig später wurde die Ahsoka-Serie dann offiziell angekündigt und es erscheint nun endgültig logisch, dass sich der Spin-Off um Ahsokas Suche nach Thrawn drehen wird. The Walking Dead. In den ersten 8 Staffeln von The Walking Dead war Rick Grimes die unbestrittene Hauptfigur der Serie. Doch es hätte ganz anders kommen können, denn Schöpfer Robert Kirkman hätte Rick fast in einer der ersten Comicbände sterben lassen, womit die Sache dann auch für den Serien-Rick wahrscheinlich sehr schnell vorbei gewesen wäre. Top Gaming News: Star Wars. Überraschende Ankündigung. Ubisoft Massive arbeitet an einem Spiel im Star Wars-Universum. Die Exklusivlizenz von EA ist damit ausgelaufen. Lucasfilm Games ist weiter in voller Fahrt. Nach der überraschenden Ankündigung eines neuen Indiana Jones-Spiels geht es nun mit Star Wars weiter. Wie das englischsprachige Magazin Wired berichtet, arbeitet Ubisoft an einem Spiel in der weit, weit entfernten Galaxis. Viele Infos zum neuen Spiel sind bisher nicht bekannt. Gemäß den Angaben im Artikel entsteht das neue Spiel bei Ubisoft Massive, den Machern von The Division. Als Director dient Julian Gereffi, der zuvor an The Crew und The Division 2 beteiligt war, während auf der technischen Seite Massives eigene Snowdrop Engine zum Einsatz kommt. Kurz News: Mass Effect Legendary Edition. Zwei Händler haben unabhängig voneinander den Release-Zeitpunkt für die Legendary Edition von Mass Effect geleakt. Bereits im März soll es soweit sein. Genauer gesagt, der 12. März 2021. Indiana Jones. Der draufgängerische Archäologe Indiana Jones kehrt zurück. Das Entwicklerstudio Mission Games von Bethesda arbeitet an einem brandneuen Spiel. Technik News: Intel Core i12000. Intel zeigt erstmals die nächste Generation Intel CPUs, genannt Generation Alder Lake. Die vermutlich auf den Namen Core i12000 hörenden Prozessoren unterscheiden sich grundlegend von allen bisherigen CPU-Generationen, egal ob von Intel oder AMD. Für x86 Desktop-Prozessoren revolutionär. Alder Lake basiert auf gleich zwei Kernarchitekturen bzw. nutzt zwei unterschiedliche Arten von Rechenkernen. Das Prinzip kennen wir von den ARM-Prozessoren und wird dort Big Little genannt. Dabei werden hochperformante große Kerne mit hocheffizienten kleinen Kernen gemischt, um verschiedenen Anwendungsszenarien möglichst adäquat begegnen zu können. Natürlich ist das auch noch sehr spekulativ. Schließlich wird mit Alder Lake nicht nur ein völlig neues CPU-Konzept samt umfassend neuer Architektur eingeführt, sondern für Desktop-Prozessoren auch noch ein neues Fertigungsverfahren genannt 10 Nanometer Superfin. Damit verabschiedet sich Intel nach 6 Jahren im Einsatz von 14 Nanometer Verfahren und dann auch endgültig von der Skylake Architektur als Basis. Für die hochperformanten Kerne, von denen es den bisherigen Leaks und Gerüchten nach maximal 8 Stück geben sollen, ist daher eine deutliche gesteigerte Leistung zu erwarten. Kurz News: RTX 3060. Die GeForce RTX 3060 bietet 2 GB VRAM mehr als das nominelle Flaggschiff GeForce RTX 3080. Warum ist das so? Antwort seitens Nvidia: Man habe sich für ein 192-Bit breites Speicherinterface entschieden, was im Umkehrschluss nur 6 und 12 GB Videospeicher zulässt. Razer. In Corona-Zeiten spielen Masken eine große Rolle. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Hersteller besondere Varianten einfallen lassen. Razer treibt diesen Ansatz mit dem Projekt Hazel jetzt auf die Spitze. Mehr dazu in der Verlinkung. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Hinterlasst gerne Feedback. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.